Hallo meine Lieben, heute gibt es meine 5 Lieblingsfrühstücksideen. Low Carb, gesund und einfach nur lecker. Viel Spaß beim Video, ihr Süßen. Los geht's direkt mit einer Avocado, sehr reich an mehrfach ungesättigten Fettsäuren. Und hier zeige ich euch, wie ich sie aufschneide. Ich habe nämlich neulich auf Amazon eine Avocado-Schneide gefunden, verlinke ich euch gerne in die Infobox. Und hier zeige ich euch, wie ich die Avocado ganz geschickt öffne und auch wie ich sie schneide. Sie passt nämlich genau in eine Hälfte der Avocado rein. So sieht es aus, fertig geschnitten, man muss nichts mehr tun. Jetzt hole ich meine Paderborner Brote, Roggenmischbrot, schön kross getoastet, ganz großzügig belegen mit Avocado und Tomaten und das Ganze natürlich auch noch kräftig würzen mit Pfeffer und Salz. So sieht das Ganze aus und das war noch nicht alles. Ich röste jetzt noch Pinienkerne an mit etwas Salz und die gebe ich obendrauf hinzu. Et voilà, mein erstes Frühstück, ihr Süßen. Weiter geht's. Heute hatte ich keine Avocado mehr. Ich habe einfach ein paar Toasties genommen. Der Noah nennt diese Toasties gerne Spider-Man Toast, warum auch immer. Ich habe sie einfach mit Frischkäse belegt und mit Tomaten, Pfeffer, Salz. Und weil mir das ein bisschen zu wenig war, habe ich dazu mir noch eine super schöne, leckere, saftige, kernarme oder kernlose Wassermelone geschnitten, voller Kalium und komplett gesund. Es geht weiter mit meinem nächsten Frühstück. Dazu habe ich kross getoastetes Toast gemacht für mich wieder. Meine 4 Tomaten, Romana-Salat und meinem körnigen Frischkäse in Bio-Qualität. Ist sehr reich an Eiweißen und habe mir dazu noch ein paar Petersilienstängelchen geschnitten. Das Ganze wird gleich noch mit Öl und Pfeffer und Salz abgeschmeckt. Dazu jetzt noch einen Schuss Öl. Et voilà, das Frühstück ist fertig. Dazu einen leckeren Kaffee und der Tag kann beginnen. Weiter geht's, ihr Süßen. Ich habe mir wieder meine 2 Paderborner Brote getoastet. Ganz kross, ich liebe das. Habe sie da vorher ein bisschen auskühlen lassen. Ganz viel Romana-Salat habe ich mir gewaschen, dazugelegt auf einen Zebra-Crepe. Hier kommt wieder meine halbe Avocado dazu, ganz klar. Pfeffer und Salz dürfen hier auch wieder nicht fehlen. Immer kräftig nachwürzen. Großzügig belegen mit Tomaten und schaut mal her, was jetzt als nächstes kommt. Ganz, ganz viel Romana-Salat übereinander stapeln und wir klappen unser Sandwich vorsichtig zusammen. Für den besseren Halt benutze ich noch 2 Schaschlikstäbchen, einmal durchgeschnitten und schaut mal her, ihr Süßen, et voilà, mein Sandwich. Der nächste Tag wird wieder kräftig angefangen mit einer Avocado, was sonst. Ich bin so ein Avocado-Liebhaber. Ich brauche in der Woche bestimmt 4 Stück. Und hier wird wieder großzügig belegt und mit Tomaten wieder aufgemengt, mit Pfeffer und Salz nachgewürzt. Und schaut mal her, was jetzt kommt. Flipside, Eier draufgelegt und das Ganze wird noch mit Romana-Salat aufgehübscht. Ich hoffe, es wird euch gefallen. Schenkt mir einen Daumen hoch und lasst mir ein Abo da. Macht's gut, ihr Süßen. Tschüss. Eure Linda.